Wir sind hier, um des Leids und der Schicksale von vielen Millionen Menschen heute zu gedenken und unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Und das Präsidium des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg hat alle 6.300 Musikvereine in Baden-Württemberg aufgerufen, am heutigen 25. März Benefizkonzerte zu veranstalten. Warum 25. März? Weil der 25. März der Jahrestag ist, heute der 15. Jahrestag der Berliner Erklärung. Und die Berliner Erklärung, dahinter stehen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dahinter steht das Europäische Parlament und die Europäische Kommission. Und es hat folgenden Inhalt: die in der Berliner Erklärung festgelegten europäischen Werte des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, des Respektes und der gegenseitigen Verantwortung, Toleranz, Teilhabe, Gerechtigkeit und Solidarität. Diese Werte sind unveräußerlich und das ist der Gegenstand dieser Berliner Erklärung, die heute ihren 15. Jubiläum, ihren 15. Jahrestag hat. Und diese Werte sollen heute durch die Kraft der Musik, die wir hier hören, verkörpert und transportiert und befördert werden. Denn eines macht uns Hoffnung und das ist die große Welle der Hilfsbereitschaft in Europa, auf der ganzen Welt, in Deutschland und eben auch hier bei uns im Landkreis Konstanz, in der Stadt Konstanz, die Solidarität, die das ukrainische Volk erfährt. Und dafür möchte ich mich anlässlich dieses Benefizkonzertes bei all denen, die anpacken, die helfen, die sich engagieren auf unterschiedlichste Art und Weise für geflüchtete Menschen oder auch in der Ukraine engagieren, für Städte, für Initiativen, für Menschen in der Ukraine engagieren, dafür heute ein großes Dankeschön sagen. Und Sie alle zeigen, dass eben diese Idee eines europäischen Hauses keine abstrakte Idee ist, sondern gelebte Wirklichkeit und dass Solidarität nicht nur ein Wort ist, sondern eine Haltung, die tatsächlich etwas verändern kann, das man heute hier bei uns sehen kann.